QCAD ist ein relativ einfaches 2D-Zeichenprogramm. Wenn man eine neue Datei geöffnet hat, dann stellt sich die Programmoberfläche so dar, dass auf der rechten Seite die sogenannte Layer-Liste liegt. Layer sind Elemente, die man aus der Bildbearbeitung möglicherweise als Ebenen kennt. Das heißt, sie verhalten sich wie Folien, die man übereinander legen kann und die dann in der Gesamtheit die Zeichnung präsentieren. Die Eigenschaften eines Layers lassen sich über diesen Zeichenstift ändern. Also die Farbe, die die Linien haben werden, die man dort zeichnet. Die Linienbreite und auch der Linientyp. Es ist empfehlenswert, bei technischen Zeichnungen für jede neue Linienbreite und jeden anderen Linientyp, den man so verwendet, eigene Layer zu nutzen und die von vornherein so einzustellen, dass sie die entsprechenden Werte für die Linien vorgegeben haben. Wenn man das getan hat, dann sollte es an die Zeichnung selbst gehen. Dazu gibt es auf der linken Seite die Werkzeugleiste und wir fangen mit einer ganz einfachen Linie an. Zwei Punkte. Geht man mit der Maus über den eigentlichen Arbeitsbereich, dann ist hier unten links ein rotes Kreuz zu sehen. Es repräsentiert den Nullpunkt und man sieht auch, dass dieser Zielpunkt auf einzelne Punkte springt. Hier ist also ein sogenannter Fang eingestellt. Das heißt, man beginnt an bestimmten in standardisierten Abständen liegenden Punkten seine Zeichnung. Wir fangen am Nullpunkt an, klicken einmal und können jetzt eine Linie ziehen, wie wir sie denn gerne hätten. Den Endpunkt markiert man durch einen weiteren Klick und kann dann auch sofort weiterzeichnen. Wenn man die Zeichnung einmal beenden will, mit der rechten Maustaste klicken und schon kann man die Maus wieder frei benutzen. Jetzt hat man eine grobe Skizze dessen, was mal eine technische Zeichnung werden soll, müsste das Ganze aber natürlich noch entsprechend korrekt in den Größenverhältnissen darstellen. Dazu werden die einzelnen Elemente gewählt. Und jetzt kommt der Eigenschaften-Editor auf der rechten Seite ins Spiel. Dort findet man zum einen die allgemeinen Eigenschaften, die, so wie es hier auch ausgewiesen ist, vom Layer übernommen werden. Und darunter die sogenannte Geometrie, die Länge des Elements, gegebenenfalls der Winkel, in dem es sich befindet, und Start- und Endpunkte nach Koordinatensystem. Das heißt, wir haben hier, wie gesagt, den Nullpunkt, also Startpunkt 0,0 und den Endpunkt. In der X-Achse ist hier 20, in der Y-0 eingezeichnet. Wir bräuchten hier aber eine 30. Und man sieht, sobald ich aus dem Feld herausgehe, in das ich geschrieben habe, ändert sich der entsprechende Wert hier auch. Das müsste jetzt für alle Elemente gemacht werden, bis die korrekte Positionierung und die korrekten Maße eingegeben sind. Jetzt ist die Zeichnung selbst soweit fertiggestellt. Nun müsste sie natürlich auch noch bemaßt werden. Man kann übrigens, wenn man das Scrollrad nutzt, hier auch die Ansicht ein bisschen verkleinern, sodass man Raum hat, um auch weitere Elemente einzuzeichnen und auch zu sehen. Für die Bemaßung macht es nun, wie erwähnt, Sinn, einen neuen Layer zu erstellen. Also einmal die Maße bitte. Und auf der linken Seite in der Werkzeugleiste gibt es auch ein Bemaßungswerkzeug. Wir fangen mit dem einfachsten an, ausgerichtet. Der Fang sorgt dafür, dass wir auch an der richtigen Stelle beginnen und können jetzt die entsprechende Bemaßung rausziehen. Was noch korrigiert werden muss, ist, dass Bemaßungslinien standardmäßig ja 8 mm vom Rand des Objekts entfernt sein sollen. Das sind sie hier nicht, denn ich habe den Fang genutzt. Das heißt, er liegt jetzt bei 10 mm. Ich muss also hier die Bemaßungslinie auf 8 ändern und man sieht auch sofort, dass hier die entsprechende Veränderung umgesetzt wird. Alles andere kann so bleiben, sowohl die Textposition als auch alle anderen Werte, die man hier sieht.
Die zweite Bemaßung ist ein bisschen schwieriger, denn benutze ich hier wieder dasselbe Werkzeug, dann habe ich ein kleines Problem. Wenn ich es so zeichnen wollte, sieht man zum einen, dass ich gar nicht in der Lage bin, den exakten Endpunkt zu treffen. Zum anderen zeichne ich meine Bemaßung so ein, dann ist zu sehen, hier ist eine Lücke, die darf aber so nicht sein. Versuche ich dagegen das hier, dann sieht das zwar spannend aus, aber auch irgendwie nicht wirklich korrekt. Deshalb ein anderes Werkzeug. Hier gibt es ja noch gedreht, linear. Und damit habe ich die Möglichkeit, das Problem zu lösen. Das heißt, jetzt sind meine Maßhilfslinien wieder so, wie sich das gehört. Das Einzige, was ich jetzt korrigieren muss, ist die Position der Bemaßungslinie. Die müsste nämlich ein bisschen näher herangezogen werden. Denn der Abstand zwischen den Bemaßungslinien liegt ja bei 5 mm. Dasselbe ist natürlich jetzt für alle anderen Bemaßungen auch noch zu machen. Das heißt, ich habe hier mein Höhenmaß und ich habe hier auch noch ein zweites Höhenmaß. Diese Bemaßung setze ich auf die rechte Seite, obwohl eigentlich Bemaßungen nur an zwei Seiten auftauchen sollten, wenn das denn möglich ist. Aber setze ich die Bemaßung hier links hin, müsste ich von diesem Eckpunkt die Maßhilfslinie durch das Werkstück ziehen. Das ist nicht wirklich gut. Setze ich diese Bemaßung, die linke, nach rechts, dann müsste ich Maßhilfslinien sich kreuzen lassen. Auch das ist schlecht. Das heißt, hier bleibt einfach nur drei Seiten für die Bemaßung zu benutzen. Was auf jeden Fall zu machen ist, ist die korrekte Positionierung der Bemaßung festzusetzen. Und damit wäre eine erste kleine Zeichnung erstellt, die natürlich noch gespeichert werden muss. Ja, und das war es für einen ersten Schritt.